Wir sind der festen Überzeugung, dass die Verletzung der territorialen Integrität eines Landes völlig unvereinbar mit der UN-Charta ist. Wir sind zutiefst besorgt über das, was jetzt geschieht. Wir glauben, dass es eine Invasion auf ukrainisches Gebiet gegeben hat. Dennoch bin ich mit einem pragmatischen Ansatz nach Moskau gekommen. Wir sind tief besorgt über die humanitäre Lage in der Ukraine. Die Vereinten Nationen sind nicht an den politischen Verhandlungen beteiligt. Aber die Wahrheit ist, dass wir mit einer Reihe von Situationen konfrontiert sind, in denen Russland einen Korridor erklärt, die Ukraine einen anderen Korridor erklärt und die Situation so ist, dass das Ganze in der Praxis nicht umgesetzt wird. Was wir also vorschlagen, ist die Bildung einer humanitären Kontaktgruppe, in der die Vereinten Nationen, Russland und die Ukraine zusammenarbeiten können, um die Situation zu klären, damit diese Korridore wirklich effektiv sind, damit niemand einen Vorwand hat, die Bildung dieser Korridore zu verhindern. Andererseits verstehen wir die schwierige Situation in Mariupol. Auch zu dieser Situation möchte ich sagen, dass die UNO bereit ist, ihre logistischen und personellen Kapazitäten zusammen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz voll zu mobilisieren. Russland wird ständig beschuldigt, diese Evakuierung nicht durchzuführen. Auf der anderen Seite hat Russland die Bildung von Korridoren angekündigt, die jedoch nicht genutzt werden. Wir sind bereit, gemeinsam, zusammen mit dem IKRK, der Ukraine und Russland, die Lage in 2 oder 3 Tagen zu beurteilen. Dies wird die Evakuierung derjenigen ermöglichen, die evakuiert werden wollen. Natürlich ist dies ein freiwilliger Prozess. Was hingegen Mariupol betrifft, so ist ein sehr großer Teil der Stadt zerstört. Viele Menschen sind dort geblieben und befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie wollen die Stadt verlassen. Einige wollen in die Russische Föderation, andere wollen in das von den ukrainischen Behörden kontrollierte Gebiet gehen. Gemeinsam mit dem IKRK sind wir bereit, alle unsere Ressourcen zu nutzen, um mit den russischen und ukrainischen Behörden zusammenzuarbeiten, um diese Möglichkeit zu schaffen und die Evakuierung dieser Menschen zu gewährleisten. Wir haben ein Ziel, nämlich die Lage der Menschen zu verbessern und ihr Leid zu lindern. Wie ich bereits sagte, kann dies geschehen, indem beide Seiten, das IKRK, unsere Verwaltung und OCHA, zusammenarbeiten. Um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um es so transparent wie möglich zu machen, damit niemand anderen die Schuld dafür geben kann, dass etwas nicht funktioniert. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, als erstes über die Invasion, wenn Sie gestatten. Also, ich kenne mich sehr gut aus, sehr gut. Ich habe persönlich alle Dokumente des Internationalen Gerichtshofs der UNO zur Lage im Kosovo gelesen. Ich erinnere mich sehr gut an die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, in der es hieß, dass ein Gebiet eines Staates in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts nicht bei den zentralen Behörden des Landes um die Erlaubnis bitten muss, seine Souveränität zu erklären. Das wurde in Bezug auf den Kosovo gesagt. Und das ist das Urteil des Internationalen Gerichtshofs. Und dieses Urteil wurde von allen gebilligt. Ich habe persönlich alle Kommentare von juristischen, administrativen und politischen Gremien der USA und den europäischen Ländern gelesen. Alle haben es gebilligt. Wenn das so ist, dann haben die Republiken des Donbass, die Volksrepublik Donetsk und die Volksrepublik Lugansk das gleiche Recht, ohne sich an die zentralen Behörden der Ukraine zu wenden, ihre Souveränität zu erklären. Denn es wurde ein Präzedenzfall geschaffen. Nicht wahr? Sind Sie damit einverstanden? Zunächst einmal, Herr Präsident, erkennen die Vereinten Nationen den Kosovo nicht an. Ja, aber das Gericht hat ihn anerkannt. Gestatten Sie mir, zu Ende zu sprechen. Das Gericht hat ihn anerkannt. Also, wenn dieser Präzedenzfall geschaffen wurde, hätten die Donbass-Republiken das Gleiche tun können. Sobald sie das getan haben, haben wir unsererseits das Recht erhalten, sie als unabhängige Staaten anzuerkennen. So haben das viele Staaten in der Welt getan, einschließlich unserer Opponenten im Westen, was den Kosovo betrifft. Der Kosovo ist von vielen Ländern anerkannt worden. Das ist doch ein Fakt.
sehr viele westliche Länder erkannten ihn an als einen unabhängigen Staat. Wir haben dasselbe in Bezug auf die Donbass-Republiken getan. Aber nachdem wir das getan hatten, baten sie uns um militärische Unterstützung in Bezug auf den Staat, der militärische Operationen gegen sie durchführte. Und wir hatten das Recht, dies in voller Übereinstimmung mit Artikel 51 Abschnitt 7 der UN-Charta zu tun. Einen Moment bitte, wir werden jetzt mit Ihnen darüber diskutieren. Nun möchte ich zum zweiten Teil Ihrer Frage kommen. Das ist Mariupol. Die Situation dort ist kompliziert, vielleicht sogar tragisch. Aber in Wirklichkeit ist sie ganz einfach. Ich habe heute mit Präsident Erdogan gesprochen. Er sprach darüber, dass dort Kämpfe stattfinden. Dort gibt es keine Kämpfe mehr. Sie sind vorbei. In Mariupol gibt es keine Kämpfe mehr. Sie wurden eingestellt. Also ein Teil der ukrainischen Streitkräfte, die in anderen Industriegebieten stationiert waren, hat sich ergeben. Ergeben haben sich fast 1300 Soldaten. Und in Wirklichkeit sind es sogar noch mehr. Es gibt auch Verletzte, Verwundete. Sie befinden sich unter ganz normalen Bedingungen. Die Verwundeten werden von unseren Ärzten mit qualifizierter und umfassender medizinischer Versorgung behandelt. Also, das Werk Azovstal ist vollständig isoliert. Ich habe Anweisungen, ich habe den Befehl gegeben, dort keine Sturmangriffe durchzuführen. Es gibt dort keine direkten Kampfeinsätze. Ja, in der Tat hören wir von den ukrainischen Behörden, dass sich dort Zivilisten aufhalten. Aber dann ist die ukrainische Armee gezwungen, sie freizulassen. Sonst verhalten sie sich wie Terroristen in vielen Ländern der Welt, wie IS in Syrien, die sich hinter Zivilisten verstecken. Am einfachsten ist es, diese Leute rauszulassen. Was gibt es Einfacheres? Sie sagen, die humanitären Korridore Russlands funktionieren nicht. Herr Generalsekretär, Sie wurden in die Irre geführt. Diese Korridore sind in Betrieb. Mehr als 100.000 Menschen haben Mariupol mit unserer Hilfe verlassen. 130, glaube ich, oder 140.000 sind raus. Und sie können überall hingehen. Jemand will nach Russland gehen, jemand will in die Ukraine. Wohin sie wollen, wir halten sie nicht fest, sondern bieten jede Art von Hilfe und Unterstützung. Das Gleiche können die Zivilisten tun, wenn sie sich auf dem Gebiet von Azovstal befinden. Sie können alle rauskommen. Das Beispiel einer zivilisierten Haltung gegenüber diesen Menschen ist offensichtlich. Und alle sehen es. Sprechen Sie mit den Menschen, die dort herausgekommen sind. Was ist einfacher für das Militär oder für die Vertreter der nationalistischen Bataillone, als die Zivilisten herauszulassen? Das ist einfach ein Verbrechen, Zivilisten dort als menschliche Schutzschilde zu halten, wenn sie dort sind. Wir stehen mit ihnen in Kontakt. Mit denen, die dort in den Kerkern von Azovstal sitzen. Und sie auch haben ein gutes Beispiel. Ihre Waffenbrüder kamen heraus und legten die Waffen nieder. Mehr als 1000 Menschen, 1300. Ihnen passiert nichts. Und wenn Sie einen Wunsch haben, alles zu besichtigen, geehrter Herr Generalsekretär, und auch die Vertreter des Roten Kreuzes, der Vereinten Nationen, wie und wo die Verwundeten untergebracht und wie sie behandelt werden, bitte, wir sind bereit, Ihnen das zu zeigen. Das ist die einfachste Lösung für dieses auf den ersten Blick schwierige Problem. Lassen Sie uns jetzt darüber diskutieren.